Hallo und willkommen zurück zu Aftermatch. Das letzte Mal haben wir ja den Boss noch besiegt, nachdem wir nicht mal ansatzweise tryharden mussten. Oh Gott. Und ja. Und zack. Zack. Gut. Alles tot. Ich glaube, ich hätte... Habe ich irgendwie einen coolen Skill für die Peitsche bekommen? Wie ging denn das denn nochmal? Achso. Das ist da so ein... Zack, zack, ne? Genau, okay. Ja, wir haben noch nicht die Möglichkeit gefunden, unter Wasser zu atmen oder auch nur zu schwimmen insgesamt. Aber guckt euch mal an, wie cool die Map hier insgesamt ist. Da hinten ist so ein Glasrohr, so eine Glasröhre. Und da ist aber ein Riss drin vom Kampf, also von dem Elementar wahrscheinlich hier. Und das ist so cool. Es ist so... Aua, Schmerzen. Sofort Schaden bekommen, cool. Cool, 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 alles ist cool. Komm ich da jetzt? Ach ja, stimmt, ich komm da hoch. Ich habe einen Double Jump. Hahaha, das haben wir auch noch bekommen. Steamt ja. Was ist denn das da oben? Ein Schlick, aber. Okay. Da ist auf jeden Fall ein Item, so ein lilanes. Wahrscheinlich dann so ein Göttersamen oder sowas. Das habe ich denn hier gerade gesehen. Ha? Der kam da rein, aber ich kann da nicht rein. Das ist ja interessant. Na, dann mache ich da mal ein... Ich wünsche, es gibt einfach straight up ein Fragezeichen. Dass ich einfach ein... Oh Gott. Dass ich einfach ein Fragezeichen auf die Map machen kann. Und dann später weiß, aha, irgendwas ist da, aber ich habe keine Ahnung was. Das wäre ganz cool. Oh Gott, Jesus Christ. Alles macht mir Schaden. Ich kann es gar nicht mir eigentlich erlauben, so viel Schaden zu kassieren. Weil... ich gar nichts zum Heilen habe. So. Weil, oh Gott, Jesus Christ. Mein Kommentar ist gerade, oh Gott, oh Jesus Christ, wow, oh Jesus, oh wow. Aber so ist es halt. Nein! Ah, oh, ich dachte, das ist so. Ist das ein Heiltrank? Nein, das ist Hydrostaub. Sollte ich einen Heiltrank nehmen? Ja, sollte ich. Ich habe nämlich extrem viel Schaden bekommen. Werde ich es tun? Ja. Komm ja irgendwo auch nicht drum rum. Ich habe noch verfeinerte Heiltränke. Die kann ich mir mal noch reintun. Will ich eigentlich jetzt nicht so dringend benutzen. Aber tatsächlich lieber zur Exploration. Was mach ich denn? Ich kann auch hier. Als für den Boss. Bei dem Boss kannst du einfach nur wieder reinrennen. Und dem auf die Schnauze hauen. Bis du ihn schaffst. Und bei der Kunde musst du halt immer wieder übelst weit latschen. Das ist hier halt nicht der Fall. Das ist mega nice. Also nicht hier, sondern halt insgesamt bei Bossfights. So, 3, 2, 1. Easy. Was haben wir hier? Sind es eventuell Doppelklingen? Geheime Kunst, Schneiden der Wirbelwind. Ist das ein Skill? Aufsteigender Drache, Standardbeherrschung, tanzender Drache. Fallender Stern. Irgendwo muss es ja sein. Nee, hier nicht. Bei der Magie ist es überraschenderweise nicht. Drachenzahn, Tigerkralle, Augenblick. Okay. Nein, ich will... Es ist nicht so leicht zu managen gerade hier. Vollmond. Kann ich nicht lesen. Fallender Mond. Das ist auch nicht. Dann muss es ja hier sein. Schneidender Wirbelwind, da ist es. Schwinge zwei Hiebe mit dem Großschwert, während du dich geduckt vorwärts bewegst. Okay. Also runter und rechts. Oder runter nach vorne. Kann ich das schon leveln? Lernen? Nee. Muss Level 30 sein. Damit ich das hier lernen kann und dann kann ich es lernen. Stehlerne Nemesis. Während du dich in der Luft befindest, halte das Großschwert, um schnell nach unten zu stürzen und den Gegner zu zerschmettern. Cool. So ein richtig nicer Sephiroth-Move. Nice, nice, nice. Okay.
Das war nicht, was ich versuche zu finden. Und ich weiß auch jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich wieder nach oben komme. Weil das ist definitiv zu hoch. Oh Gott! Ah! Ah! I see how it is! I see how it is! Oh boy, oh man! Let's go! Es ist immer wieder... Also es ist faszinierend, ne? Ich bin ja normalerweise eher so der... Ich bin ein sehr schlafender Mensch. Aber es hat sich gelohnt, sag ich mal, für... Für die Let's Plays früher aufzustehen. Alter, weil ich jetzt halt auch mal tatsächlich dazu komme, einfach zu spielen. Einfach mal ein bisschen zu spielen. Azurblaue Kugel. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gefunden, oder? Doch, hatten wir, glaube ich, schon mal. Hier? Ein Eisengroßschwert. Sag mal, werde ich jemals Doppelkling finden? Ich glaube nicht. Weil ich komme halt normalerweise von der Arbeit, da denke ich mir so, ja, ne, könnte auch einfach nichts machen. Oder halt einfach nicht spielen. Und dann setze ich mich halt hin und gucke irgendwas oder so. Kennt ihr bestimmt selber auch. Und, ja. Das Eisengroßschwert ist auf jeden Fall stärker. Die Standardwaffe eines menschlichen Kriegers, der ein Großschwert führt. Ach so. Die Krieger glauben fest daran, dass die Kraft des Fleisches eines Tages die Seelen besiegen kann. Deshalb tragen sie ständig solche besonders schweren Waffen, um ihren Körper und Geist zu trainieren. Wow. Wie Guts. Wow. Klöng. Und, naja, ich komme halt jetzt hier so ein bisschen voran. Benedict Fox habe ich zwar immer noch nicht durch, aber ist ja, ne? Das ist kein Spiel für morgens, weil da musst du trotzdem ein bisschen konzentriert sein. Und ein bisschen versuchen, die Rätsel zu lösen. Und vor allem erstmal die Rätsel zu verstehen. Wie zum Beispiel... Wie zum Beispiel die... Ach, das Wasser. Habe ich gesehen. Nein, mein Loot! Wie zum Beispiel das Tarot-Kartenrätsel in Benedict Fox. Oder die Tarot-Kartenrätsel. Sind da mehrere. Die sind, nicht leicht. Zumindest habe ich sie noch nicht verstanden, deswegen sind sie schwer. Jetzt habe ich alle meine Potions gesoffen, weil ich einfach spiele, als wäre ich, ein Kleinkind. Wie so häufig. Bup. Okay. Und bup. Und bup. Und dieses morgendliche Aufstehen, das, da bin ich zwar in der Arbeit müde, aber who cares? Ist ja nur Arbeit. Ich habe ja jetzt auch nicht so den Job... wo man irgendwie super konzentriert sein muss. Ich sollte halt nicht einschlafen in der Arbeit, das ist schon mal so eine Grundvoraussetzung, aber ansonsten... Boomst Carib! Hydrostaub. Boing! Oh, da oben ist Money! Und mit Money können wir wieder neue Potions kaufen! Tonk, tonk, tonk. Aber ich will halt eigentlich auch nicht so viel Geld für Potions ausgeben, weil Geld scheinbar, also hier diese Tränenwährung, Tröpfchenwährung, die Tröpfchenwährung, das ist alles Kampf. Jetzt, komm, schieß hoch. Oh. Die scheint ja relativ schwer zu kriegen zu sein. Wieder zu früh, damit. Und dementsprechend möchte ich eigentlich nicht alles auf Potions ballern. Sondern, oh Jesus, versuchen permanente Upgrades zu kriegen, wie zum Beispiel mehr Skillpunkte, wie zum Beispiel die Buffs durch das Gut. Man kriegt ja HP zum Beispiel dazu, wenn man, wenn man Buff-Food isst, dann kriegst du ja verschiedene Stats nochmal einfach so dazu, permanent. Und sowas will ich halt in sowas will ich investieren. Tränke, cool. Aber Währung ist halt limitiert, weil. Also künstlich limitiert, weil du kriegst. Kannst du schon farmen. Oh Gott. Aber. Ich müsste halt übelst lang reingranden bei den Monstern, ne? Deswegen. Die HP will mich echt tot sehen, ne? Aber kann mich mal. Wo ist sie? Da ist sie. Die kommen halt wirklich da runter, ne? Bam! One shot! Verstehe noch nicht genau, warum die Peitsche manchmal vollen Damage macht bei so einem Attack. Und manchmal halt gar keinen. Oder halt wenig. Mein ganzes Geld, nein! Ist da unten Wasser? Ja.
Sees Münze. So eine hat man schon mal gefunden, ne? Oh ja, zwei Stück schon. Damit jetzt die dritte. Eine glänzende Goldmünze mit einem Flügelmuster in der Mitte. Das heißt, die Münzen gehören einer faulen Fee. Wenn du sie ihr zurückbringst, wirst du belohnt. Ja, die Zahnfee. Schlag dir die Zähne aus, damit ich mein Geld kriege. Okay, hier war ein Shortcut, I guess. Ist das jetzt so mehr der eigentliche Weg, wie man hier reinkommt? Oder was ist das? Nee, kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein. Man muss ja von hier runterfallen wahrscheinlich. Weil man muss ja gegen den Boss kämpfen hier, um hier nach links zu kommen. Ich mache hier mal auch einen Anker hin. Einfach weil ich nicht weiß, ob da noch was drin ist. Aber da komme ich gar nicht hoch. Das heißt, ich komme hier jetzt effektiv auch nicht weiter hier. Komme ich hier links weiter? Ah ja. Ach so. Aber ist hier noch was? Da ist so ein Quallending. Sieht ein bisschen Eldritch aus, fast schon. Das ist tot. Ich würde lieber erstmal. Achso, hier ist eh Wasser. Achso, da kommt man trotzdem lang. Wir machen dann einen Anker hin. Und ich gehe erstmal nach links. Weil links sieht aus, als wäre eine Sackgasse. Außer da ist der Ausgang, der wird nicht eingezeichnet. Aber ich glaube, da ist eher eine Sackgasse. Und vielleicht gehen wir dann eine neue Fähigkeit. Oh mein Gott, ist einfach total zum reingeflogen. Das ist ja auch so eine Game-Mechanik. Gerade in so Plattformen mit Metroidvanias. Der Gegner berührt dich und du kriegst Schaden. Weiß ich nicht, ob das so geil ist. Bin ich persönlich nicht so der... Ist das cute? Oh Gott, ist das am Leben. Bin ich persönlich nicht so der Fan von. Was ist denn hier los? Gibt's hier was gratis? Weil ich würde schon gerne von einem Angriff getroffen werden, um Schaden zu kriegen. Aber das ist so mein eigener Sinn. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Der ein oder andere versteht das vielleicht. Da kommt einfach noch eine. Oh nein, wir sind in... irgendwo. Aber so viel zu meiner Theorie, dass das eine Sackgasse ist. Oh, Jesus. Oh, es hat auch Schaden gemacht. Bam! Noch ein halbes Level dann. Oh mein Gott, hier ist schon wieder einfach ein neues Gebiet. Hat doch keiner Zeit, sich da überall umzugucken, Alter. Okay, warte, wir gehen doch mal. Wir machen mal hier eine Markierung hin mit dem Baumstamm. Und gehen dann mal noch mal rechts. Ich würde gerne erstmal das Wassergebiet weitermachen, weil wir jetzt halt gerade hier sind. Und wir hier noch keine Fähigkeit gefunden haben. Beziehungsweise, nee, den Doppelsprung haben wir auch in dem anderen Gebiet gefunden. Das heißt, vielleicht gibt es ja hier tatsächlich die Möglichkeit, so, weiß ich nicht, so Schwimmflügel zu kriegen, damit man nicht mehr absäuft. Das wäre doch cool. Ach, das ist schon... Oh nein, mein Zeh ist ins Wasser gekommen. Ich sterbe. Wie badet die Frau denn? Oh, 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 oh. Da ist was zum Blut. Ich kann es nicht nehmen, aber da ist was zum Blut. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Ja gut, dann speichere ich da gerade nochmal, heile mich nochmal voll und dann gehen wir erst dann weiter. Ich würde ja... Ah! Ah, es ist so cool! Das Game ist so cool! Na gut, jetzt ist halt alles respawned, aber was auch immer. Doch, eh ein bisschen XP. Das ist weg. Die Schmerzen. Natürlich. Das Game hat so gute Exploration, ne? Da können sich einige Games wirklich eine Scheibe abschneiden. Also, ich habe selten ein so gutes Metroidvania gespielt. Und ich habe jetzt doch ein oder zwei auf dem Tacho. Da waren auch ein paar sehr geile dabei. Okay, dann noch oder, verschiedenste andere... Oh mein Gott, der Damage. Verschiedene andere, die halt einfach viel kleiner waren. Und die... in dem Maße keine Exploration bieten können, weil sie einfach den physischen Platz nicht in der Welt hatten. Was ja auch okay ist. Es muss ja nicht jedes Game gleich 40 Stunden lang sein. Bin ich tatsächlich auch mittlerweile gar nicht mehr so der Fan von. Weil Länge des Spiels nicht gleich gut. Also umso länger das Spiel, nicht gleich automatisch besser.
Da war ich ja früher davon überzeugt. Wenn ich 40 Euro für ein Spiel bezahle, will ich auch mindestens 40 Stunden Spielzeit haben. Der Boomer-Jergo, der 16-jährige Boomer-Jergo, der ja kein Geld hatte. Nicht so wie jetzt, wo ich das dicke YouTube-Money habe. Aber ist halt... Mittlerweile ist es für mich halt eher Qualität über... Oh Gott! Über Quantität. Weil ein Game kann auch 5 Stunden lang sein und extrem gut sein für, was weiß ich, 30, 40 Euro. Ich guck gar nicht mehr zurück. Und hier kommen wir rein. Ich bin gut. Ich meine, ich kann da hinporten, aber das ist ja auch irgendwie nicht Sinn der Übung, ne? Aber da ist halt noch schon viel. Guck mal. Noch ein riesiges Gebiet. Da oben war ich auch noch nicht wirklich. Oh mein Gott, das Game ist riesig. Na gut, komm. Ich port mich dahin. Ja, ich hab 4 Stück. Ich muss kurz was trinken. Ich vertrockne. Nee, aber ich hab halt damals immer gedacht, ja, Spiele müssen lang sein, damit ich sie genießen kann. Damit ich was davon habe, wenn ich das Spiel spiele. Aber das ist halt natürlich Quatsch. Um den Wassermangel der heiligen Stätten zu beheben, das haben wir schon gelesen. Das ist natürlich Quatsch. Ein Game kann ja... Nehmen wir doch mal Undertale zum Beispiel. Undertale ist kein langes Spiel. Hat trotzdem, ich würde schon sagen, mein Leben sehr stark beeinflusst. Ah, jetzt wird sowas, was man nach unten zerschlagen muss. Und erst dann komme ich da hin. Nehme ich wieder so einen Pfeil. Markiere das damit. Fertig ist. Weil Undertale hat eine so geile Story und so ein cooles System. Also für alle, die Undertale nicht kennen, ich werde keine Spoiler raushauen, weil das wäre massiver Dünnschiss, wenn ich das machen würde. Schießt Zahnräder, das ist ja cool. Ah, der bringt mich um, das ist ja uncool. Oh. Aber es hat halt eine Mechanik. Du musst, es ist halt ein RPG. Bullet Hell Game, ja? Also das ist so ein RPG-Ding. Oh Gott. Mit so Retro-Grafik. Wenn überhaupt einzigartiger Retro-Grafik, sag ich mal. Und... Damn! Machen die Schaden hier. Und du musst halt im Kampf so Projektilen ausweichen, deswegen Bullet Hell. Aber du musst nicht einen einzigen Gegner töten. Du musst keinen einzigen Gegner besiegen. Du kannst einfach die ganze Zeit sagen, ja gut, ich löse das auf andere Weise. Entweder du hast dann im Kampf verschiedene Optionen, wie zum Beispiel du erzählst dem Gegner einen Witz und dann lacht er und dann sagt er, okay, dann geh einfach weiter. Komm, lass es gut sein. Kämpfen ist eh nicht so geil. Aua. Und das hat einfach mal eine einzigartige Mechanik. Das kenne ich halt so aus keinem anderen Game. Gibt halt immer diese Classic-RPGs zum Beispiel, wo du dann, ich muss aufhören, das zu machen. Wo du dann... So ein paar Optionen im Dialog hast, oder in Fallout, wenn dir gesagt wird, mit Charisma kannst du Konflikte lösen. Ja, das geht da auch. Aber das ist nicht in dem Ausmaß. Du kannst halt wirklich jeden einzelnen Kampf in Undertale damit lösen. Dass du einfach mit den Leuten redest. Oh mein Gott, es geht noch tiefer runter. Ich wollte doch gar nicht da runter. Wo bin ich? Wo bin ich? Ah! Bro. Dude. Dudettes. Liebe Bros und Brosinnen. Das sieht so cool aus hier. Aber ich bin schon... so viele Meter runtergefallen. Wo bin ich? Da sind fliegende Inseln. Erzähl ich dir das. Okay.
War nicht so schlimm. What is you? Oh mein Gott. Oh, die geben gut XP. Sind nicht sehr tanky. Also ich finde das extrem geil, wie offen dieses Spiel ist, ne? Ich finde das extrem nice, dass du halt einfach wirklich überall hin kannst. What is that? Oh Gott! Was für eine Eldritch-Ausgeburt der Hölle bist du? Oh Gott, erstmal ein bisschen mehr Kaffee trinken. Warte mal ganz kurz. Wo? Oh mein Gott, das sind Geister. Wo? Komm ich hier weg? Wo gibt's hier eine Fähigkeit, die mich irgendwie rettet? Oh, die Musik hier auch. Weißt du, du bist plötzlich nicht mehr im Wasserlevel, sondern gehst nach unten, bist in der fliegenden Inselwelt und jetzt bin ich in Bloodborne. In dem... Oh mein Gott, Benji. Aber die schreit mich zumindest nicht so an. No! Nice. Nicht so nice. Ah! Meine Existenz ist weg. Okay. Okay. Schmerz. Gut. Ja, meine Existenz ist jetzt da unten. Aber ich verliere hier nur den Fortschritt zu meinem Level. Also ich verliere hier nur ein bisschen XP. Juckt mich ja gar nicht so sehr. Oh Gott. Ey, wie viel die aushalten hier. Oh mein Gott. Da. Okay, es ist tot. Es droppt ein verrostetes Rad. Schauen wir uns direkt an. Seid ihr dafür verantwortlich, dass hier alles kaputt ist? Ihr Wesen? Da sind welche. Ein zurückgelassenes, moosbewachsenes Rad. Das ist ja nicht sehr informativ. Vielleicht ein bisschen mehr Spells? Oh mein Gott, das hab ich getroffen. Das funktioniert. Wir machen das ganz ruhig. Achso. Nee, da lang. Hier, jetzt findet ihr den Spaß. Komm, kill den. Okay, wenn man die ruhig und simpel und mit Konzentration wegballert, dann geht es. Das hier unten ist die Hölle, da wollen wir nicht hin. Ganz vorsichtig. Nicht, dass ich ins Loch falle, aber da ist gar kein Weg ins Loch. Oh Gott. Hm. Ei. Okay, easy. Hier lang. Oh Gott. Da wird da nicht lebend reinkommen. Aber das ist nicht die Ecke, die ich denke, wo ich bin, ne? Nee. Oh! Nice! Noch eine geheime Kunst. Da fällt mir ein, wir haben die andere schon gar nicht geskillt. 1000 Kreuze klingt nach einer. Dingens. Ja, 1000 Kreuze ist ein Katana-Skill. Ziehe die Klinge und führe blitzschnelle Hiebe nach vorne aus. Wenn du Augenblick gelernt hast und die Knopf drückst. Wenn die Klinge blinkt, verstärkst du die Fähigkeit. Cool. Timing. Ist mir egal. Ich will kein Katana benutzen. Normaler Angriffsschaden, 0,5%. Zack. Und schneidender Wirbelwind. Schwinge zwei Hiebe mit dem Großschwert, während du dich geduckt vorwärts bewegst. Geil. Und was haben wir hier? Ach, brauche ich Level 40 für. Okay. Kann ich jetzt noch mehr Sachen skillen? Bestimmt. Ich bin jetzt Level 30. Das müsste jetzt wieder ein Keystone freigeschalten haben. Also so ein bisschen Progress hier, ne? Hauch. Movement Speed, Spurtdistanz. Oh, das wird mich bestimmt rausbringen, aber jetzt. Weil dadurch sprinte ich ja dann weiter. Und das bin ich nicht gewohnt und dann komme ich dann bestimmt wieder durcheinander. Naja. Komm, schon. Ich versuche hier nur durchzukommen. Eines Tages werden wir auch mal eine Doppelklinge finden, bestimmt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Kritische Schadensrate von Zaubern. Ne, insgesamt kritische Schadensrate und kritischer Schaden. Ja, nice.
Was lerne ich hier? Nebenwaffenschaden. Ah ja, cool. Gut. Wir haben uns massiv verstärkt. Ich denke, ich gehe jetzt noch oben lang, weil da ist ja eh alles tot. Und, ich habe quasi keine HP, aber ich gehe ja eh gleich hier lang wieder. So, da komme ich doch hoch, oder? Oder hinten sind auch alle Rohre kaputt, seht ihr es? Im Hintergrund, das ist nice. Oh, es trifft zweimal? Das ist ja cool, das wusste ich. Ich dachte nicht, dass das... Oder ich wusste nicht, dass das mehrmals treffen kann. Was haben wir hier? Oh Gott! Ich hab's nicht gesehen! Du Monster! Lass es ein Heiltrank sein? Sand der Hoffnung. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Oh. Manchmal trifft es zweimal. Komm, schieß. Nice. Oh. Ah, cool. So ist das also. Schießen Sie bitte. Bitte schießen Sie. Danke. Ich habe Angst, dass ich mich nochmal treffen kann. Ich weiß so nicht, ob das wirklich der Fall ist. Nein, 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 nein. Dafür ist die Peitsche natürlich richtig gut. Da ist nochmal Geld, aber da komme ich gar nicht hin, oder? Vielleicht doch. Vielleicht von hier? Eins, zwei. Doch, locker. So, die Schlange wird mich jetzt wahrscheinlich ermorden. Nein, noch nicht. Ich habe mich gewehrt. Blaues Gelee. Ich glaube, das erste Mal, dass wir das bekommen haben, ne? Aber der Skill ist so praktisch, um die Dinger wegzumachen. Blaues Gelee. Ist bestimmt was zum Kochen. Ja, da ist es. Das Geleeartige. Das Gelartige. Gelartige. Das Gelartige. Material von Wassertieren. Transparent mit elastischer Textur, aber zart und kräftig im Geschmack. Zähes Fleisch. Ein durchwachsenes Hinterviertel, das auf verschiedene Arten zubereitet werden kann. Du kannst es zum Beispiel in Kohle verwandeln, indem du es zu lange auf dem Grill lässt. Mmh. Kohle. Lecker. Gibt da Leute, die mögen ihr Steak wirklich so. Oh, Jesus. Oder insgesamt ihr Essen als Kohle. Verstehe ich nicht genau, weil... Oh. Das ist so hoch. Mano! Markiert. Ah, oben lang, unten lang, oben lang, unten lang. Ich sag unten lang. Okay, da ist ein Hai. Da ist noch eine Truhe, aber an die komme ich auch nicht ran, oder? Wobei, da könnte ich vielleicht rankommen. Könnte funktionieren. Hat's aber nicht. Aber da könnte ich theoretisch rankommen. Jetzt will ich mir nur gerne den Weg nach hinten sichern. Oh, nein! Die kann ich aber so killen, weil die kann man wegsteckern. Mit dem Peitschenangriff. Ich brauche nur ein Level-Up, dann habe ich wieder volle HP. Haha. Komme ich gar nicht hoch. Hm, toll. Das heißt, ich komme jetzt erstmal nicht zurück. Na gut. Dann muss ich aber die Truhe da oben auch markieren jetzt noch. Ich mache aber ein Beutelchen hin, statt einer Truhe, weil... Oh! Weil ich... ist ja keine Truhe, ist ja ein Trüchen. Ein Trüchen. Muss nur schauen, dass ich nicht versehentlich hier runterfalle. Das wäre nämlich doof. Wobei das wahrscheinlich auch keinen Unterschied mehr machen würde. Ich würde wahrscheinlich einfach trotzdem sterben. Da komme ich nicht hoch. Aber vielleicht komme ich da lang und dann da wieder runter. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Das war ja ganz schön unhöflich. Da muss man ja auch einfach mal sagen, ne? Ja, gut, dann haben wir jetzt einen guten Ausgangspunkt hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich dann meine XP hole und wir da lang gehen, um noch ein bisschen zu erkunden. Bis dann. Ciao.